Guten Tag allerseits. Ich möchte heute kurz über das Thema Clean Code reden, beziehungsweise möchte ich ein paar Sachen erwähnen, die vielleicht im Unterricht jetzt nicht so relevant sind, aber Sie vielleicht sonst interessieren könnten. Und zwar geht es um einige Bücher zum Thema und ich bin auch froh, wenn ich diese nicht in den Unterricht mittragen muss. Darum zeige ich sie hier im Rahmen dieses Videos. Das erste Buch ist das hier gezeigte A Discipline of Programming von Edsger Dijkstra. Dijkstra, Shortest Path Algorithmus, Vertreter der strukturierten Programmierung. Und er hat auch etwas sehr Wichtiges gesagt zu diesem Thema Clean Code. Das steht hier unten auf dem Buchcover. Und zwar sagt er: I was forced to admit that most programs are presented in a way fit for mechanical execution, but even if of any beauty at all, totally unfit for human appreciation. Also er sagt, die meisten Programme, die können ausgeführt werden auf einer Maschine, die sind soweit korrekt, aber sie bieten halt keine Schönheit und nichts, woran wir uns als Menschen erfreuen könnten, also Eleganz, solche Sachen. Und Dijkstra war einer der ersten Vertreter, der darauf hingewiesen hat, dass eben ein Programm nicht nur von einer Maschine ausgeführt werden können soll, sondern dass es auch andere Qualitäten haben kann, zum Beispiel Schönheit, also Logical Beauty, Eleganz. Ich habe das Buch selber nicht, es ist, glaube ich, vergriffen oder nur noch für sehr hohe Preise erhältlich. Es ist auch nicht ein Buch, ein Programmierbuch im klassischen Stil, sondern eher ein Mathematikbuch. Es ist recht anspruchsvoll, wenn man das durcharbeiten will. Ich habe mal reingeschaut. So, dann ein anderes Buch, das habe ich hier zu Hause, The Elements of Style. Hier geht es nicht ums Programmieren, sondern um die englische Sprache und wie man diese gut verwenden soll. Es ist ein sehr dünnes Büchlein, kam zuerst 1918, 1920 raus. Also 1918 wurde es geschrieben, 1920 kam die erste Ausgabe. 1959 wurde eine umfassende Revision davon geschrieben und seither wird es immer wieder aufgelegt. Und hier in diesem Buch geht es eigentlich darum, wie man gut schreibt. Es hat sehr viele Regeln drin, das Buch ist recht dünn und die Regeln sind alle sehr kurz erklärt. Ich kann vielleicht ein Beispiel machen, wie man Apostrophe am Ende verwendet von Wörtern oder was hat es noch so drin. Zum Beispiel Klammerregeln, grammatische Regeln. Hat stilistische Fragen drin, also sehr kurz und kompakt. So sieht es etwa aus. Kann sich mal lohnen, reinzuschauen. Warum ich dieses Buch erwähne, ist eigentlich ein anderes Buch, was dann in diesem ähnlichen Stil geschrieben wurde, und zwar die Elements of Programming Style. Also nicht die Elements of Style, sondern die Elements of Programming Style. Jetzt geht es ums Programmieren. Dieses Buch ist von 1976, es ist noch antiquarisch erhältlich. Ich habe meine Ausgabe von irgendeiner französischen Universität erhalten, war in der Bibliothek und wurde offenbar nie ausgeliehen. Er würde sich aber lohnen. Das Problem ist, das Buch ist alt und es verwendet Beispiele in Fortran und die meisten Leute können heutzutage kein Fortran mehr programmieren, also auch Programmierer können das nicht mehr. Es ist aber auch gleichzeitig zeitlos, weil es hat sehr gute Regeln drin, die allgemeingültig sind. Wenn Sie das lesen wollen, müssen Sie aber eine gewisse Transferleistung machen. Das heißt, Sie müssen das übersetzen in eine modernere Programmiersprache und schauen, ob die Regel dort auch noch gilt. Ich denke, sehr viele dieser Regeln gelten immer noch. Zum Beispiel ganz einfache wie Don't be too clever, also man soll keine cleveren Tricks verwenden, die man vielleicht gar nicht versteht oder die dann derjenige, der das Programm liest und wartet, nicht versteht. Oder auch Regeln wie Don't be too dumb, also man kann schon intelligent programmieren, man muss sich nicht dümmer machen, als man ist. Das Programm soll klar sein. Es gibt aber auch Regeln, die sich jetzt spezifisch auf Fortran beziehen.
welche Konstrukte man das nicht unbedingt verwenden soll. Und auch das ist auf eine Art zeitlos, weil man in jeder Programmiersprache Sachen drin hat, die man nicht verwenden sollte. Und hier ist einfach auf Fortran bezogen. Das Buch übrigens von 74, nicht 76. Lohnt sich mal reinzuschauen, es gibt es auch online, findet man da Kopien. Wichtig ist in diesem Buch der Autor Brian Kernighan, der hat das Buch C Programming Language geschrieben und das gilt immer noch als eines der besten Bücher zum Thema. Kernighan hat dann später ein anderes Buch geschrieben, The Practice of Programming, also hier geht es auch ein bisschen ums Üben, wie man das im Alltag macht. Ich habe dieses Buch nie komplett durchgearbeitet, mal ein paar Kapitel gemacht, ist wirklich sehr gut, lohnt sich reinzuschauen, ist von 1999, hat Beispiele in C, C++, Java und vielleicht noch in ein paar anderen Programmiersprachen, bin mir gerade nicht sicher. Es geht um recht viele Themen im Bereich Software Engineering da drin, also auch Algorithmen, Datenstrukturen, Performance, Notation und so weiter. Das Interessante an diesem Buch ist, dass sich das erste Kapitel nur um Namen dreht. Also wie soll man Sachen benennen? Hat da sehr interessante Ansätze und Regeln drin. Und es ist ja, ein sehr lehrreiches Buch, auch nicht wahnsinnig dick. Trotzdem nahrhaft. Ich habe mal ja, zwei, drei Kapitel durchgearbeitet mit den Übungen und habe dann doch sehr viele Stunden investiert. Wichtig ist auch auf dem Cover, hier steht Simplicity, Clarity, Generality, also Einfachheit, Klarheit und Generalität, also Allgemeingültigkeit. Und das sind drei sehr wichtige Kriterien für guten Programmcode. Und ich finde es absolut korrekt, das auf einem Buchcover zu schreiben. So, gehen wir 10 Jahre vorwärts, das Buch Clean Code. Und das Buch hatte so einen großen Einfluss, dass auch die ganze Thematik heute als Clean Code bezeichnet wird. Das Problem an diesem Buch, habe es auch hier, ich habe es nie komplett durchgearbeitet. Die meisten Leute fangen es mit Begeisterung an zu lesen und irgendwann ja, nimmt dann diese Begeisterung ab und man kommt nicht zum Ende. Das Buch hat sehr gute Tipps drin und wichtig ist die grundsätzliche Idee, eben die schon Dijkstra geäußert hat, Code muss nicht nur von Maschinen gelesen werden können, sondern auch von Menschen verstanden werden. Er nimmt auch hier verschiedene Meinungen auf von anderen wichtigen Programmierern, meistens noch mit einer Karikatur hier abgebildet. Und das Buch, ja, hat durchaus gute Sachen drin. Das Problem ein bisschen ist, es ist nicht so wahnsinnig gut gealtert. Es ist ein bisschen über 10 Jahre alt. Und man sieht doch recht gut, in welcher Zeit es geschrieben worden ist. Die Beispiele sind alle in Java und es verwendet einen sehr objektorientierten Stil. Also wenn dieser Autor hier das Buch heutzutage schreiben würde, er würde es anders machen, er würde auch den Code anders schreiben. Und das ist so meine Hauptkritik an diesem Buch. Das wären die Bücher, die ich zeigen wollte. Ich habe vorher, als ich mein Bücherregal geschaut habe, habe ich noch ein anderes gefunden. Elements of Clojure, ein dünnes Büchlein. Ich habe ein bisschen mit der Programmiersprache Clojure befasst. Ist eine Lisp-artige Programmiersprache, die auf der Java Virtual Machine läuft. Das Interessante hier, dieses Buch hat 4 Teile. Und der eine Teil dreht sich nur um Namen, wie man Sachen benennen soll. Also ich habe jetzt 2 oder 3 Bücher gehabt. Elements of Clojure, dann Clean Codes und The Practice of Programming. Und alle hatten ein Kapitel über das Benennen von Sachen, also Variablen, Funktionen, Klassen und so weiter. Also ein sehr wichtiges Thema. Das wäre es mal soweit zu den Büchern. Im Unterricht schauen wir uns dann die Fragen aus, was guten Programmcode ausmacht. Und was eigentlich die Idee hinter Clean Code ist. Das Buch haben Sie jetzt gesehen, jetzt geht es um die Idee. Alles weiter dann im Unterricht. Bis dann.